Heute so richtig Bock auf Elex 2. Wir sind in der Stunde 21 inzwischen. Ich habe das mal geguckt. Ich habe mich einmal, glaube ich, auf den YouTube-Videos vertan, aber das ist gar nicht so schlimm. Da habe ich mich erklärt, weil ich einfach gesagt habe, die Folgen verschwimmen halt so ein bisschen auch ineinander. Und ja, ich habe echt richtig Bock. Wir sind mit Kaya hier in dieser Klerikerstation, weil wir zu den Alps wollen und dafür müssen wir die Kleriker ein bisschen infiltrieren. Und ja, wir müssen etwas herausfinden, warum bei den Alps ein Elex-Depot in die Luft geflogen ist. So, hier haben wir noch eine Ersatzteilhändlerin, einen Gemischtwarenhändler, einen Waffenhändlerin und einen Rüstungshändler. So, das ist aber alles vollkommen egal. Wir sind ausgestattet. Wir haben zwar ein ganz schlechtes. Eine ganz schlechte Nahkampfwaffe, aber der Rest ist ziemlich gut. Wir haben noch Geld. Wir könnten uns ein paar Raketen kaufen. Passt mal auf, die ist doch bestimmt beim Ersatzteillager, oder? Grüß dich. Grüß dich selbst. Zeig mir deine Waren. Klar doch. Hier ist Schrott. Das ist alles schlecht, schlecht, schlecht. Alles ganz miserabel. Ich glaube tatsächlich, jetzt ist mein Trockner gerade fertig geworden. Was ist das für ein doofes Timing? Hallo. Hallo, zeig mir deine Zeig mir deine Ware. Waren. Natürlich. Natürlich. So, was ist das? Maximale Gesundheit und Resistenz Frost hoch. Okay, das ist eigentlich ganz gut für gewisse Bereiche, aber ansonsten interessiert es mich weniger. Bauplan Energiezellen. Das finde ich gut. Bauplan Plasmazellen. Auch gut. Was sind das? Ach, eine Gabel, lol, das habe ich so gar nicht erkannt. Die Baupläne holen wir uns mit, weil nützlich. Jetzt gehe ich doch noch zum Waffenhändler Grüß dich. und hoffe, dass die Zeig mir deine Waren. Granaten und Raketen hat. Alter, beschädigter Berg Bekehrer. Boah, ich bekehre dich. Geil. Ja, die Schadenspunkte sind not bad, aber ich habe halt nicht die Voraussetzung dafür. Ich kann keine einzige Waffe davon nehmen. Das Breitschwert könnte ich demnächst nehmen mit einem weiteren Level, aber wir hatten erst ein Level up, deswegen hat sich das auch erledigt. Bestätigt das Giant Blaster, ja, den haben wir ja auch schon. Hier gibt es noch ein paar Plasmazellen. Wie viele habe ich? Ich habe nur noch 11 im Inventar. Achso, ne, hier. Nee, die brauchen wir ja. Die kaufe ich auf jeden Fall. Und Plasmazellen kann auch nicht schaden. Ich habe gerade 8.800 für Plasmazellen ausgegeben. Scheiße, das war teuer. Ich mache mal hier ein bisschen weniger. Also, so viel wollte ich jetzt nicht ausgeben. Ich wusste doch nicht, dass die so teuer sind. Ja, gut, hier 20 und da 2, ne? Das merkt man dann schon. Okay, aber immer noch keine Granaten und keine Raketen. Oh, was war das? Ein Energieriegel? Ah, ne, das ist eine Fernwaffenwerkbank. Da war aber jetzt nichts, was wir machen konnten, ne? Ne. So, lasst mal gerade ein bisschen gucken, weil wir hatten hier auch ein paar Quests bekommen. Aber vor allen Dingen will ich halt. Karakis. Das sind die Sachen von den Klerikern. Und wir sind aber hier Ignadon, Agent der Alps und Spurensuche bei den Klerikern. Psarik hat mir eine ID-Karte gegeben, die er in Skibors Klerikerbekleidung gefunden hat, während er sich unbemerkt ins Lager schleichen wird, soll ich mich offen umhören, ob jemand mit der ID was anfangen kann. Am ehesten werde ich wohl Erfolg bei der Torwache haben. Ach so. Ja, okay. Dann gehen wir nochmal zur Torwache. Die ist ja da. Hast du diese ID-Karte schon einmal gesehen? Easy. Das ist doch. Du solltest mit Hagen darüber reden. Ich führe dich zu ihm. Hatte eh vor, dich mit dem Lager vertraut zu machen. Dankeschön. Bleib an meiner Seite. Tatsächlich sehr Ich hilfreich. zeige dir zunächst unser Habitat. Dort haben unsere Akolyten ihre Schlafstätten. Natürlich kannst auch du dort ein Bett beziehen. Nach einer langen Reise genau das Richtige. Such dir einfach eins aus. Betten haben wir im Überfluss. Okay.
Was jetzt halt das Besondere ist, ich habe den Hagen gesucht und nicht gefunden. Und da sind wir. Wirf ruhig einen Blick rein. Mir macht es nichts aus, kurz zu warten. Wir können weiter. Nicht nötig. Weiter. Nicht nötig. Was gibt es sonst noch zu sehen? Du erledigst gerne alles an einem Stück, was? Gehen wir weiter. Obwohl, warte mal. Es gibt etwas, das ich dich fragen muss. 18 Zentimeter. Bist du gläubig? Nein. Nein. In Zeiten, in denen die Welt ein weiteres Mal unterzugehen droht, kann ich das nur schwer nachvollziehen. Aber dann wirst du hier einige Gleichgesinnte finden, auch wenn ich das anders sehe. Im Glauben liegt Hoffnung. Bruder Johannes hat mir das nur allzu deutlich vor Augen geführt. Bruder Johannes kann man schon. Mit Glück hält er gerade eine Andacht ab. Ich führe dich hin. Mhm. Okay, die könnte ein bisschen schneller gehen, ruhig. Aber die hat wohl alle Ruhe weg. Meine Freizeit ist zwar begrenzt, aber wenn ich kann, finde ich Ruhe im Gebet. Außenstehende verstehen das oftmals nicht, aber ich garantiere dir, es braucht nur eine Woche auf meinem Posten, dann fängt jeder an zu glauben. Okay, passt auf, Leute, mir wird es mega warm gerade. Ich mache Fenster und Tür auf, damit hier ein bisschen Durchzug herrscht. Dadurch kann allerdings passieren, dass ihr Geräusche vor allen Dingen von draußen hört, aber... Tut mir leid, das ist echt zu warm. Bis gleich. Gut, das ging jetzt schnell. Und hoffe, dass jetzt ein bisschen mehr Luft hier durchfließt. Also, weht. Weiter. Direkt nebenan ist im Übrigen die Kantine. Die Auswahl ist begrenzt, aber naja, ich kau einfach länger. Ist nicht gut, aber es ist auch nicht lecker. Es ist nicht lecker, aber dafür auch sehr zäh. Genau. Du bist los, das erklärt den Leuten alles. Das ist leider wahr. Wir kommen gerade richtig. Auch wenn ich dich sofort zu Hagen bringen sollte. Aber so viel Zeit muss sein. Hör Johannes zu, solange du willst. Wenn dir die Predigt gefällt, gerne auch bis zum Ende. Wenn du genug hast, gib mir ein Zeichen. Schlag dir ins Gesicht, das sollte Zeichen genug sein. Brüder und Schwestern, aber wir hören den an. Mir wurde eine weitere Offenbarung zuteil. Eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens. Vertriebene nennt ihr euch, doch habt ihr hier ein neues Heim gefunden. Verlorene nennt ihr euch, doch weist euch der Schöpfer den Weg. Kraftlos nennt ihr euch, doch nährt euch das Gebet zu jeder Stunde. Nehmt den Schöpfer als euren Erlöser an und ihr werdet erleuchtet werden. Wer, so frage ich euch, zweifelt seine Herrlichkeit an? Ich tue das. Ich nicht. Dann geh doch. Ich glaube an den Schöpfer. Ach so, so rum, ja. Sohn, wie kannst du die Wahrheit verleugnen? Weil's Quatsch ist, was du da faselst. Und zu fressen haben wir auch nichts. Ein Windstoß und dein Kartenhaus fällt zusammen. Und doch sind wir standhaft. Aus dem Nichts werden wir emporsteigen. Sieh doch, selbst neue Gesichter sind unter uns. Erkennst du nicht das Wunder? Ein Wunder ist es, dass ich hier noch stehe. Mir reicht's. Wer die Hand des Schöpfers ausschlägt, den überkommt das Strafgericht. Oh, oh. Merkt euch meine Worte. Geht nun dahin und labt euch an den Früchten eurer Arbeit. Der Schöpfer segne euch. Jetzt krass, wenn der einfach da hinten abgeschossen werden würde. Einfach so. Im Sinne von, wer nicht hört, der hat hier nichts zu suchen oder so. Das wäre mega gut gewesen. Dann wären die so richtig radikal. Wieder? Ja.
Mit dem Kerl, der während der Predigt gegangen ist, sind es schon 4 in diesem Monat. Nicht alle teilen meine Hoffnung im Hinblick auf unsere Zukunft. Wer kann, versucht sein Glück woanders. Ich verstehe das nicht. Unsere Gemeinschaft dient dem Wohl aller Menschen. Und doch kehrt man uns den Rücken. Egal. Es reicht, wenn ich mir darüber den Kopf zerbreche. Weiter geht's. Wäre halt. Es freut mich, dass du dir die Predigt bis zum Ende angehört hast. Und das, obwohl du nicht an unseren Schöpfer glaubst. Worte können viel bewegen, solange wir unser Handeln danach ausrichten. Darüber hinaus spenden sie Trost und geben Halt. Aber belassen wir es dabei. Nicht, dass du denkst, ich will dich bekehren. Wäre halt echt krass gewesen, wenn das so eine richtig radikale Religion hier gegründet hätten. Unter dem Motto, wer jetzt nicht standhaft zu uns steht, der muss also mehr als austreten. So hätte ich ein bisschen besser gefeiert, als statt so, ja, ihr kommt, wenn ihr wollt und könnt gehen, wenn ihr nicht bleiben wollt, so in etwa. Aber ja, die Kleriker sind halt stark zurückgetrieben worden und deswegen müssen wir mal gucken, ob wir denen jetzt wieder auf die Beine helfen, mehr oder weniger aus Versehen, oder ob wir einfach unsere Mission nachgehen können und dann wieder abhauen. Das ist das Kastell der Regenten. Nebendran das Archiv. Während im einen geforscht wird, wird im anderen das erlangte Wissen verwahrt. Beides ziemlich trocken, wenn du mich fragst. Okay. Den Besuch sparen wir uns. Wenn ich dich jetzt einen Blick riskieren lasse, setzt du nur Staub an. Komm, wir sind bald durch. Habe ich dir schon von Vivien erzählt? Das nicht, aber ich bin ihr schon begegnet. Genau. Dann weißt du ja, dass sie die richtige Adresse ist, wenn du etwas verkaufen willst. Im Großen und Ganzen bist du dann auch schon im Bilde. Grundsätzlich gilt, wenn dich ein Gebäude interessiert, geh einfach rein und stell dich vor. Einfach so? Solange du niemandem im Weg stehst, störst du auch nicht. Stell euch das mal vor, so gehst du einfach zu so einer berühmten Person, vor der Tür steht offen, gehst rein, hallo, das ist jetzt meine Couch, hallo, Fernseher läuft, bringst mir ein Bier. Und dann die berühmte Person so, wer sind Sie? Ich rufe die Polizei. Und so, ich störe doch gar nicht. Kann man ja mal machen. Das hier ist die Basilika der Judikatoren. Wir halten uns dort nur auf, wenn wir für etwas gerade stehen müssen. Da Hagen das Strafmaß bestimmt, sollte man sich in seiner Gegenwart besonders zusammenreißen. Keine Sorge, ich passe auf ihn auf. Oh, ich dachte, er hätte das Kommando. Das glaubt er zumindest. Wenn ihr fertig seid, würde ich gern weitergehen. Selbstverständlich. Aber im Ernst, vor Hagen nimmst du Haltung an. Auch wenn er umgänglich ist, erweist du ihm Respekt. Komm, wir stattnehmen einen Besuch ab. Die Sache mit der Karte muss geklärt werden. Hagen! Lass mir den Vortritt. Du kannst danach mit ihm sprechen. Judikator Hagen, bitte darum, Meldung machen zu dürfen. Wie oft muss ich dir sagen, du kannst dir die Förmlichkeiten sparen? Ihr habt mich gebeten, vorzusprechen, wenn eine gewisse Person abermals unseren Boden betritt. Du hast mich gebeten. Ach, egal. Was liegt an? Diese Karte. Werft einen Blick darauf. Und der Eigentümer? Nicht da. Mein Begleiter hatte sie im Gepäck. Soll vortreten. Den Rest kläre ich mit ihm. Du kannst zurück auf deinen Posten. Jawohl. Sie ist viel förmlicher als er. Wir zwei sind uns doch schon einmal begegnet. Woher kenne ich dein Gesicht? Wir sind uns damals im Hort begegnet. Wir sind uns damals im Hort begegnet. Ah, richtig, der Hort. Als er noch stand, habe ich viele Rekruten ausgebildet. Jetzt bin ich froh, wenn sich überhaupt noch einer findet. Deswegen lass mich ganz deutlich werden. Bist du hier, um zu helfen? Ja oder nein? Ja, im ersten Teil habe ich mich denen halt auch angeschlossen. Aber hier wollte ich das jetzt nicht mehr machen.
Kommt darauf an, was anliegt. Jede Menge. Aber gut, ich verbuche das mal als ein Ja. Verpflegung, Unterkunft und einen angemessenen Lohn stelle ich jeder Arbeitskraft in Aussicht. Überlege es dir. Darüber hinaus habe ich immer ein offenes Ohr. Bei mir weiß jeder, woran er ist, auch wenn das bedeutet, dass ich Probleme klar benenne. Hier, nimm die. Damit kannst du dir in der Kantine deine Ration abholen. Danke, aber das ist nicht nötig. Wir können uns gut selbst versorgen. Kaya! Hey! Das geht schon klar. Macht euch keine Gedanken. Wenn sonst noch Fragen sind, immer raus damit. War das jetzt unhöflich von Kaya? Ist es Kaya unhöflich? Ich dachte, die ist mit uns unhöflich. Das geht gar nicht. Ist dir klar, dass sich ein paar Banditen in eurer Nähe breit gemacht haben? Hier. Was hat sich mit deiner Aufsicht? So, da. Was hat es mit der ID-Karte auf sich, die Alex dir gegeben hat? Ich dachte, du könntest mir das sagen. Komm schon, du weißt doch was. Unbekannt ist sie mir nicht. Aber ich will eine Verwechslung ausschließen und den Namen abgleichen. Dafür brauche ich ein Protokoll aus der Fertigungshalle. Bring es mir und wir sehen weiter. Wo in der Halle soll ich mich danach umsehen? Was genau steht in dem Protokoll? Ja, wo? Wo in der Halle soll ich mich danach umsehen? Such Keno auf. Er arbeitet vor Ort und sollte wissen, wo es liegt. Okay, Keno kennen wir ja. Und die Fertigungshalle war hier. Ah ja, okay. Also das Gebäude hier wäre tatsächlich auch das letzte gewesen, was ich bei unserem privaten Rundgang zu erforschen hätte. Oh, warte, mir fällt gerade was ein. Das dürfen wir, glaube ich, nicht vernachlässigen. Das hier, Tauschgeschäfte mit Hank, das ist der Punkt, der, den wir mal noch erledigen müssen, weil, die war, glaube ich, zeitlich begrenzt, soweit ich weiß, weil es mal hieß, wir sollen besser gleich zu ihm zurückkehren und das klarstellen, bevor er verschwunden ist. Und das ist mir gerade wieder eingefallen und das ist, glaube ich, gut, dass wir dran gedacht haben. Ich gehe einfach mal gucken und wenn uns das jetzt nicht weiterhilft, dann ist das halt auch so. Dann ist das Pech. So, Hanky Boy. Hanky Schmanky, wo bist du? Keine Spur von Hank. Vielleicht weiß einer der Heiler ja etwas. Hanky, Hanky, Marvin. Alchemie ist eine Kunst für sich. Es hört, dass du Ankündigung schreibst. Ja, finde ich auch ganz gut. Vor allen Dingen, der Gottfried Ghoul, der mir das Spiel halt leiht, der wusste dann Bescheid, wann ich streamen will und hat weißt gesagt, du, ich kann ruhig früher streamen. Dein Haustier suchst du besser woanders. Und wenn das Vieh meine Tiegel oder Tinkturen verunreinigt, ziehe ich dich zur Verantwortung. Hank, der Händler. Was? Wie? Händler? So einen gibt's hier nicht. Du musst ihn kennen, er sagte... Bursche, wenn ich dir sage, dass ich den Stein der Weisen gefunden habe und jetzt in der Lage bin, Gold herzustellen, glaubst du mir das dann auch? Hier findest du ihn nicht. Überhaupt sind Lügner eher bei Baxters Leuten zu finden als bei uns. Okay, Baxter ist genau, bei denen hier. Ich komme irgendwie die ganze Zeit um die Welt. Meine Verwirrung war selbst verwirrt. Das ist schon beeindruckend. Kaum zu glauben, dass hier mal flaches Land war, bevor der Meteorit Magallan verwüstet hat. Tja. Achso, das hier ist der coole Typ, der echt ekelhaft stinkt. Ja, genau. Ich hatte erst 22 Uhr geschrieben, dann kam Gottfried Gulabau. Ich weiß wirklich nicht, wieso irgendjemand in dieser Müllhalde leben will. Schau dich doch mal um. Nichts als Diebe, Mörder und Halsabschneider. Gehst du hier einmal in die falsche Seitengasse, war's das mit dir. Und dann lassen auch noch die Mütter ihre Kinder hier leben. Unfassbar.
Das stand erst 22 Uhr und dann kam Gottfried Kohl auf mich zu und meinte, ich könnte ruhig früher streamen, weil er heute nicht mehr an den PC gehen würde. Und dann habe ich das halt umgeändert. Und deswegen bin ich jetzt 2 Stunden früher da. Und das war dann halt auch der Grund, warum das mit meinem Trockner nicht vereinbar war. So, Hanky Panky, bist du das? Ne, du bist nur ein Outlaw. Wo ist Hanky? Hanky Panky. Boah, ist ein bisschen dunkel. Also ich sehe gerade auch hier echt wenig in dem Raum. Egal, was du vorhast. Kann man das noch heller machen? Weil es war wirklich sehr dunkel. Bisschen Gamma hochstellen. Hast ich sehe es. Ich hab gar nichts gemacht, Dude. Lenky, Panky, Schmenky, Lenky, Tanky. Oh, guck mal, Elex. Hab ich direkt gefunden. Bin nicht erst 2-3 Mal vorbeigelaufen. Nein, nein, nein. Ja, hier ist er. Hab dich. Oh. Nee, ich hab nur einen Stuhl. Warte, war ich schon in diesem Raum? Ich glaube ja. Ah, es geht noch höher. Alles klar, Miss Mickey. Oh, cool, ein Tresor. Ist hier zufällig einer, der mich beobachtet? Nur Kaya. Kaya beobachtet mich bei ganz anderen Sachen. So, was nehmen wir denn? Achso, nee, ich muss erstmal. Perfekt. Also irgendwas ist kleiner als das zweite ist größer als das dritte und das dritte ist wieder kleiner als das vierte. Das heißt, wir nehmen mal die 3. 5, 1, 7. Okay, die 7 und die 3 sind schon mal an der falschen Stelle. Ich würde sagen, die 7 ist größer als die 3 in der Mitte, aber was ist dann davor? Wie wäre es mit der 4? Dann die, also die 4 ist kleiner als die 7, die 7 ist größer als die 3 und dann haben wir noch die 6 ist größer als die 3. So rum. Hallo! Geht doch. Geht doch! Wow, 5 Zigaretten. Na toll, Kanonenmunition. Also wenn ich meine Schiffskanone als Waffe finde, sind wir ausgestattet. Das wird lustig dann. Du machst Boom und ich mach Bang und ich hänge irgendwie. Oh, Jammerlappen. Es ist wirklich dunkel, oder? Ah, ihr habt es zum Glück heller als ich. Das ist schon mal gut. So, hier muss doch irgendwo... Das ist doch bestimmt sowas für eine Kneipe, das hier, oder? Such nur den Eingang. Hi, Kaya, wo kommst du denn her? Was war das? Ach, ein Sockeltisch. Ah, okay. Ja, das ist das hier der Eingang, ja? Ach! Über den. Was geht denn mit dem da ab? Schlups! Schlups! Nee. Wo ist denn Hank, Mann? Ernsthaft? Hier hast du dich also versteckt. Kennen wir uns? Stell dich nicht dumm. Ah, ich erinnere mich. Der Trottel aus dem Fort. Auf einmal nicht mehr so freundlich, was? Ich habe dich zu nichts gezwungen. Also verpiss dich. Gib mir meine Splitter zurück. Hier, heul damit einer Nutte die Ohren voll. Mehr wirst du von mir nicht kriegen. Ein Splitter! Und wenn du aufmuckst, nehme ich dich auseinander. Warum betrügst du die Leute? Weil ich einen Ausgleich schaffe. Leichtgläubige Idioten und die, die das zu nutzen wissen, müssen sich die Waage halten. Das nennt man Lehrgeld bezahlen. Entsprach überhaupt etwas von dem, was du mir erzählt hast, der Wahrheit? Was ist heute schon noch Wahrheit?
Wahr ist, dass ich mich mit Absicht bei den Heilern aufgehalten habe. Wer dorthin geht, ist meist voller Sorge und leicht zu manipulieren. So wie du. Ich habe dir also nur gesagt, was du hören wolltest. Und ob du es glauben willst oder nicht, dass der Schwindel so schnell aufflog, war nicht meine Absicht. Aber ich kann's nicht ändern. Dein Pech. Ich werde dafür sorgen, dass du niemanden mehr betrügen wirst. Da krieg ich aber Angst. Es wird mir viel Freude bereiten, dir eine weitere Lektion zu erteilen. Auch wenn es deine letzte sein wird. Komm her! Boah, der hat mir volle Kanne in den Rücken geschlagen. Moment. Einmal kurz so. Na komm her. Hä? Ich krieg den nicht anvisiert. Der wird mir nicht als Gegner anvisiert. LOL. Ja, du bist offensichtlich nicht mein Feind. Aus Maul! Aber jetzt laufe ich einmal um dich herum. Boah, das war... Aua! Wow! Nee? You spin my head right round, right round. Die ist ja auch geil. Dann kloppt sich zwei Leute aus dem Maul. Reiß an! Und ich wollte gerade sagen, das hat dann zwei Schläge. Bam! Und nochmal gedreht und aufs Maul. Da kriegen wir hin. Zack, zack. Und nochmal. Zack, zack. Nein! So macht man das. Bumm. Enki Spanky. Ich glaube, Kaya stand mir gerade. Send dem Ding, Kaya! Los jetzt! Zack. So nämlich. Ist der nur bewusstlos oder? Ne, der ist tot. Der wird nie wieder jemanden betrügen. Penner, ey. Penner, 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 Penner. Was wurde mir geschrieben? Warum schreibt mir jemand? Ich hasse alle Menschen, das sollte dir beklären. So. Das haben wir erledigt. Das wollte ich noch getan haben. Und jetzt können wir direkt wieder zurück nach da. Da unten war das genau. Ich muss mit Vivien reden. Ne, nicht mit Vivien, mit Keno. Ich glaube, mein Headset, mein Mikro, schlägt an, wenn die Glocken läuten. Wo geht die denn hin? Falsch gedrückt. Falsch gedrückt. Und weiter. Ich gehe die Leiter hoch und gehe die Leute runter. Die Leiter rauf und gehe die Leiter runter. Und jetzt gehe ich die Seitentreppe rauf. Und das hier ist einfach nur nichts. Oder finde ich hier irgendwas? Nein.
Aber ich kann von hier aus zum Beispiel aufs Dach und dann von da oben rein. Jetzt wird's interessant. So, und rauf hier. Miss Mickey ist im Lurk, genau. Alles klar, Miss Mickey. Viel Spaß im Lurk. Ah, toll, da war auch... Ne, Moment, das war, glaube ich, ganz gut. Oder so. Hier kann ich aber nichts mitnehmen, ne? Nee. Wow, hier hätte ich auch einfach die Treppe nehmen können. Gut, ich bin, bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Hab irgendwie mehr erwartet, nachdem ich dann gefunden habe. Ja, hier kann man hochklettern, da geht es dann aufs Dach. Wenn man dann hier weitergeht, kommt man doch dahin. Und im Endeffekt so, ja, scheißegal. So, Keno, wo warst du? Du warst irgendwo am Reparieren? Nee. Ja. Hagen schickt mich. Du sollst mir ein Fertigungsprotokoll aushändigen. Natürlich. Gut, dass du zu mir kommst. Ohne meinen Schlüssel hättest du lange danach suchen können. Das Protokoll liegt in meiner Truhe. Reine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollen etwaigen Langfingern ja keine Anreize bieten. Langfinger hier doch nicht. Sonst noch was? Nein. Du kannst den Schlüssel zusammen mit dem Protokoll bei Hagen abgeben. Ich hole ihn mir später zurück. Wo ist jetzt denn deine Truhe? Da. Etwaige... Mal sehen, ob Hagen jetzt mit ein paar brauchbaren Informationen herausrückt. Analysebericht. Objekt Kampfkoloss 42, die Antwort auf alles. Analyse. Durchgebrannte Sicherung. Ausfall des Plasmawerfers. Speicherchips-Defekt. Störung des Eingangssignals. Spannung oder Stromwerte kaum messbar. Arbeitseinweisung. Alle Teile, die noch funktionsfähig sind, werden ausgebaut und eingelagert. Instandsetzung der defekten Teile. Okay. So. Ich nehme mir einfach mal und ab zurück. Vielleicht soll ich das Ding erstmal lesen, ne? Damit ich weiß, worum es geht. Nee. Ist es das oder? Ich glaube, es müsste das jetzt sein. Ach so, nee, das war das. Das war das. Das hat auch nichts zu tun. Nee. Vielleicht kann ich da auch nicht einlesen. Ins Protokoll wäre das ja. Kann gut sein, dass ich das nicht einlesen kann. Ich fresse aber mal kurz los. Oh, da steht wieder einer. Meldegehorsamst, keine Rückmeldung erfolgt. Kundschafter bleiben vermisst. Und der Suchtrupp? Ist ohne Ergebnis zurückgekehrt. Oh. Verdammt nochmal, der Befehl war eindeutig. Morgen um 0600 soll er wieder ausrücken. Ist das klar? Jawohl. Klar, wie? Kloßbrühe. Aufklärer, die nichts aufklären. So kann's nicht weitergehen. Alter. Befehle. Pah. Nichts gilt mehr. Reinhold. Ignoranz, wohin man blickt. Untersuchen, klar. Ungehorsam. Unautorisierte Eingabe. Zugang verweigert. Okay, hier kommen wir später zu. Aber die Boxen sind ja mal krass. Und welche hatte ich auch damals? Vor sehr langer Zeit.
So, Hagen, was gibt's? Klar, du wirkst unzufrieden. Ah, gönn. Ah, gönn. Was du nicht sagst. Fahnenflucht steht dieser Tage vor Pflichterfüllung. Ich warne heute. Egal, das Fernbleiben unserer Kundschafter soll nicht deine Sorge sein. Gib mir das Fertigungsprotokoll. Hier. Gut, das wandert gleich in den Müll. Und jetzt beantworte mir folgende Frage. Hast du neben dem Protokoll sonst noch etwas eingesteckt? Elexid aus Kenos Truhe beispielsweise? Ja, ich geb's zurück. Ja, ich bin euch auf den Leim gegangen. Glückwunsch. Mit einer Lüge hättest du dich auch nicht retten können. Klug von dir, es nicht versucht zu haben. Angesichts der Umstände werden dich meine Wachen aus der Burg befördern. Diebe beherbergen wir nicht. Die Information über die ID-Karte werde ich dir somit vorenthalten. Oder hast du noch etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich weiß, was dein Aufklärer... Ja, das ist der Moment. Ich weiß, was deinen Aufklärern zugestoßen ist. Was? Woher? Raus mit der Sprache. Alle tot. Sie sind den Fremden zum Opfer gefallen. Denkst du, ich durchschaue deine Finte nicht? Du machst mir doch etwas vor. Soll ich dich zu ihren Leichen führen? Sie liegen an der Grenze zu Ignadon. Dann sprichst du die Wahrheit. Ich habe sie tatsächlich dorthin entsandt. Heißt das, wir sind quitt? Nein, aber ich will nicht undankbar sein. Ich beschränke das Strafmaß auf die Summe, die in Kenos Truhe lag. Okay. Sagst du mir jetzt, was es mit der ID-Karte auf sich hat? Natürlich, ich stehe zu meinem Wort. Der Kerl, dem wir diese Karte zugeteilt haben, war vor einiger Zeit hier. Kam von draußen, so wie du. Hat sich schnell in unserer Gemeinschaft eingelebt. Konnte gut mit Technik umgehen. Kein Wunder, als Alp. Deshalb habe ich ihn Keno zugeteilt. Das war ein Fehler. Es hat nicht lange gedauert und er hat sich mit einigem Zeug davon gemacht. Was genau hat er mitgenommen? Hauptsächlich Metall und ein paar Drähte. Keine Ahnung, was er damit wollte. Ich nehme an, du kannst mir das erzählen. Es wurde für den Bau einer Bombe benutzt. Es wurde für den Bau einer Bombe benutzt. Was? Eine Bombe? Dieser Drecksack. Nur, dass das klar ist. Wir haben damit nichts zu schaffen. Wenn du ihn findest, schick ihn her. Ich würde ihn mir gerne einmal zur Brust nehmen. Jetzt auch auf keinen Vielleicht Fall auch ein Teil von ihm. Ansonsten wird's schwierig. Hat er sich echt selbst umgebracht? Kann ich mir das vorstellen. Aber ich habe eine andere Bitte an dich. Wenn du wieder unterwegs bist und jemanden mit Führungsqualitäten triffst, schick ihn her. Du hast ja mittlerweile mitbekommen, dass wir auf allen Ebenen Schwierigkeiten haben und ich brauche dringend Entlastung. Ist okay. Ich würde es als persönlichen Gefallen ansehen. Werd's mir merken. Gut, mehr verlange ich nicht. Ist dir klar, dass sich ein paar Banditen in eurer Nähe breitgemacht haben? Unmöglich. Davon hätte man mich bereits in Kenntnis gesetzt. Nicht, wenn ihr sie nicht sehen könnt. An der Nordflanke des Berges findest du den Eingang zu ihrem Versteck. Dann sprichst du von der alten Tunnelanlage. Ich hatte angenommen, dort habe sich nur etwas Viehzeug eingenistet. Haben sie ja schon alles getötet. Ich darf wohl nicht annehmen, dass du dich darum schon gekümmert Doch. hast. Doch! Doch, habe ich. Du hast es mit einer ganzen Bande aufgenommen? Entweder bist du verdammt gut, oder du hast mehr Glück als Verstand. Ich bin verdammt gut. Für so eine Leistung gebührt dir natürlich eine entsprechende Belohnung. Ich bin einfach mega gut. Ich werde die Beute gut konfiszieren lassen. Es wäre verantwortungslos, das den Ratten zu überlassen. Es soll mir reichen. Ordonnanz zu mir. Ich kann ja... Schnapp dir ein paar kräftige Leute und dann räumt ihr die alte Tunnelanlage im Norden leer. Dem hören wir noch zu. Nahrung, Werkstoffe, was immer ihr findet. Auftrag verstanden? Jawohl. Ey, Captain. Dann ausführen. Geht das nicht lauter? Das Zeug in der Händlermesse. Nein, Captain. So, gut. Jetzt reden wir noch mit dem hier. Jax, welch seltener Besuch hier in unseren heiligen Hallen. Wie ich sehe, hast du deinen Weg in schweren Zeiten wieder zu uns gefunden. Judicator Reinhold. Ja, in der Tat ist es schon lange her, dass wir die Waffen gegen unsere gemeinsamen Feinde richteten.
Kriegen wir einen Rückblick? Es ist beschämend, dass ich deinen weisen Worten keinen Glauben schenken wollte, als du uns Menschen vor der nahenden Katastrophe und den Wissenden berichtetest. Dann glaub mir jetzt! Vergossene Milch. Ich muss zugeben, dass ich zuweilen ebenfalls daran zweifelte. Und doch sind sie da. Die fremden Eindringlinge mit ihren Türmen der Vernichtung sind genau das, wovor du uns immer gewarnt hast. Wichtiger ist es jetzt, an unsere Zukunft zu denken und den Feind zurückzuschlagen. Das tun wir, wie du siehst. Die Wunden, die uns geschlagen wurden, sind verheilt. Wir haben uns wieder gefangen und seine Rüstung ist schon geil. An unserer Wiederauferstehung. Unlock. Hier, seine Rüstung. Die sieht doch mal mega geil aus. So eine Rüstung hätte ich ganz gerne als Alp. Aber das Zeichen, was er auf der Schulter trägt, ist halt das Zeichen von Kalan, ihrem Gott. Hilf mir. Ich brauche bessere Ausrüstung und gute Lehrer im Kampf mit der Waffe. Du hast also viel von deiner alten Stärke verloren. Classic. Der Krieg gegen die Alps hat uns allen damals sehr viel abverlangt. Und es scheint so, als würde die Lage sich in naher Zukunft kaum bessern. Der Krieg gegen die Alps war vor 6 Jahren und ist jetzt nicht mein Problem. Oh, 6 Jahre ist es ja. Ich bin von einer der dunklen Kreaturen der Eindringlinge gebissen und mit ihrer Seuche infiziert worden. Darunter haben meine Kampffertigkeiten sehr gelitten. Vieles werde ich mir wieder neu erarbeiten müssen. Ich würde dir gerne helfen. Doch ich muss in diesen schweren Zeiten an unsere Gemeinschaft denken. So wie du selbst sehen kannst, haben wir weder die Mittel noch die Zeit, dich auszubilden oder unsere Waffen mit dir zu teilen. Was für eine Überraschung. Du musst verstehen, du bist ein Außenseiter für uns. Jedes kleine Stück brauchen wir für unser eigenes Überleben. Klingt fast so, als wolltest du, dass ich mich euch Klerikern anschließe. Das wäre ein gangbarer Weg. Doch so, wie du mir gerade vorkommst, brauchst du erst einmal eine Grundausbildung. Diese können wir Kleriker aber leider nicht leisten, Jax. Dazu fehlen uns die Ressourcen und das Personal, das wir dafür abstellen könnten. So wie es gerade ist, werden wir dir die Grundkenntnisse im Umgang mit unseren hochtechnisierten Waffen nicht vermitteln können. Warum nicht? Eure Mentalität gefällt mir. Was schlägst du stattdessen vor? Eher verrecke ich in der Eiswüste, als bei eurem Haufen haben zu wollen. Wir gehen den neutralen Weg. Unsere Art zu kämpfen kommt den Kampffertigkeiten der Alps im Norden noch am nächsten. Also, solltest du dich uns anschließen wollen, dann gehe zu ihnen und mach dort deine ersten Schritte. Du willst, dass ich zu euren Feinden gehe? Sie sind nicht die einzigen, die uns nach dem Leben trachten. Von allen Übeln, die sich in den letzten Monaten erhoben, sind die Alps noch das kleinste. Sobald du ihre Grundausbildung abgeschlossen hast, können wir noch einmal über eine Aufnahme in unsere Gemeinschaft sprechen. Als Commander der Alps war ich damals vornehmlich Meister der Elex-Kräfte. Andere Waffen gehörten erst viel später zu meinem Repertoire. Dann solltest du genau das wieder auffrischen, damit du auch eine brauchbare Bereicherung für uns Kleriker sein kannst. Das würde aber bedeuten, dass ich zu euch als Alp zurückkommen würde. Das warst du doch immer schon, oder? Lerne die Grundbegriffe hochtechnisierter Waffen. Dann rede mit Judikator Hagen. Okay. Er wird dir in all diesen Fragen zur Verfügung stehen. So, ich schätze, ich habe mit einigen der wichtigen Leute Magalans gesprochen. Was wohl der alte Mann dazu sagen würde? Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Viel Glück auf deinen weiteren Wegen. So, also jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn wir die Grundausbildung bei den Alps machen, können wir dann auch die Kräfte von den Alps nutzen und danach zu den Klerikern gehen und von denen ihre Sachen auch noch lernen? Das wären ja dann 2 Abschnitte, was erklären würde, warum die Kleriker uns so wenig ausbilden könnten.
Was halt auch gut ist, ist schon mal, dass wir den Dings jetzt wieder besuchen können, den Typen. Das wird ein Fortschritt in unserer Quest sein. Hier die sechste Macht, da sollten wir die Leute kennenlernen. Das haben wir scheinbar erledigt, wie gerade gesagt wird. Aber egal. Mr. Händler, wie viel in Lage meinst du? Das machen wir jetzt noch. Das ist, wo wir gerade hier sind. Oh, ich habe noch 13 AP. Ups. Aber ich, warte. Wann habe ich denn die AP bekommen? Können wir irgendwas tragen, wenn wir noch 5? Den Klopfer können wir tragen, wenn ich 5 Punkte in Stärke gebe. Alles klar, komm. Das machen wir noch. So. Und die anderen? Übernehmen die mal. Die drei anderen weiß ich nämlich noch nicht. Obwohl, hier kann ich eigentlich nichts falsch mitmachen. Ne? Gibt noch mal ein paar Lebenspunkte mehr. So, jetzt kann ich hier den Klopfer als unsere Waffe machen. Das ist natürlich richtig nice. Dann brauche ich auch nicht mehr diese billigen Waffen. Und bald können wir auch den Rasierer nehmen mit über 100 Schaden. Aber der da ist schon mal nicht schlecht und der macht Giftschaden. Okay. Hallo? Okay. Ja, hab's. Okay. Nano-Jama! Hallo, Nano! Na, du? Wie geht's unserer liebsten Zeichnerin auf Planet Erde? Mega nice, dass du reinschaust. Freue mich riesig. Siehst du an meinem Lächeln? Nein, ich freue mich tatsächlich riesig darüber. Ja, ich bin auch immer gerne bei dir in den Stream. Also, ich habe letztens schon zu wem habe ich das denn gesagt? Ich glaube, zu meiner Mutter, zum Muttertag war das ein Gespräch. Da habe ich gesagt, wie beeindruckend ich von deinen Zeichnungen bin, dass du das dann alles in deinem Style zeichnest. Finde ich mega nice. So, Garak-Schlüssel, Scrappy-Schlüssel, Skin-Schlüssel, Grundschlüssel, Mine-Tava. Ja, okay. Was haben wir denn noch hier? Da ist noch irgendwas. Ah, Herz des Urtiers. Urtier. Und Plasma-Energiezellen, Munition und Plasma-Zellen, Munition. Können aber immer noch keine Munition herstellen. Ist aber halb so schlimm. Karte. Genau, wir wollen hier hin und das bedeutet, wir gehen. Wir gucken, dass wir hier hinten irgendwo runterspringen. Oh Gott, ich erkenne nicht, was das für ein Zeichen ist. Es ist mir zu klein. Nee, ich erkenne es leider nicht. Aber ich nehme an, die hast du selbst gemacht. Und mir wurde gesagt, ich soll dich mal ansprechen, da du irgendwas für mich gemacht hättest schon. Also frage ich dich jetzt, hast du irgendwas für mich gemacht? Wie war dein Muttertag mit Muttern? Leider war meine Mama krank und deswegen konnten wir uns nicht treffen. Wir wollten ursprünglich gemeinsam essen gehen, mit meinem Vater auch. Und ich werde angegriffen. Von zwei Seiten. Gucken wir erstmal den Einzelnen hier oben. Ich teste den Klopper. Komm schon, wo ist das Vieh? Ah ne, das ist die Quest da oben, das ist gar kein Gegner. Okay, Gegner waren hier hinten. Für mich jetzt noch nicht. Okay, vielleicht wurde irgendwas falsch ausgesprochen oder ich habe es falsch... Alter, hier ist ein kleines Mistvieh. Wegen dem Licht wurde das ist wahrscheinlich von draußen reingekommen. Ein Hornwolf. Oh, da. Alter, bin ich dem geil ausgewichen. Habt ihr gesehen? Komm, Gift! Ich sagte Gift. Woo! Seht ihr, wie das Gift sich wirkt? Bis schon. Boom, Junge. Ja, ich habe die Grüße ausgerichtet. Aber es war halt nicht so wie gewollt. Oh lol, das hat ja richtig gezwiebert. Achso, weil der mich nicht bemerkt hatte wahrscheinlich. Boom, 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 boom. Nice. Ja. Verlorenes Waffenbündel? Hä?
Achso, wir sind schon hier richtig, lol. Okay. Von den Hornwölfen wurden die angegriffen. Lol, wieso sind die denn jetzt? Ich glaube, die sind nur zufällig hier. Egal. Worüber haben wir geredet? Achso, für mich noch nicht. Ich wusste nicht genau, worum es ging. Es wurde mir nur gesagt, ich soll dich mal ansprechen. Es wäre irgendwas für mich oder du hättest was für mich oder irgendwie sowas. Ich sollte dich mal drauf ansprechen. Deswegen, wenn du jetzt nicht weißt, worum es geht, habe ich noch weniger Ahnung. Und mein Blümchen vom Restaurant bekommen. Oh, wie sweet. Das ist echt niedlich. Also, wenn ein Restaurant einfach sagt, hey, alle Mütter, die bei uns ankommen, kriegen einfach ein kleines Blümchen. Ist schon nice. Ich kann halt Emotes machen. Ja, genau, das weiß ich ja. Deswegen wollten wir ja sowieso reden. Aber danach wurde mir gesagt, ich solle nochmal extra mit dir reden, weil irgendwas wäre. Wenn du nicht weißt, dann ist auch egal. Aber ich habe halt schon Ideen und vielleicht können wir da irgendwann mal privat reden. Oder ich kann dir auch gerne jetzt sagen, wenn du möchtest. Weiß ja nicht, wie genau du dir das jetzt notieren möchtest. Nee, nicht Kaya reden. Ich suche Waffenbündel. Natürlich auch super, irgendwas im Dunkeln zu suchen, ne? Geh mal ins Haus hier rein. Ja, diese Stiefmütterchen, falls die was sagen. Ich kenne Stiefmütterchen, ja. So. Kaffeebohnen, lecker, lecker. Kaugummi, alles klar. Allgemeines Gegenmittel, Kaya. So, eine in lila. Oh. Feuchtes Tagebuch. So, unter meinem Bett ist irgendwas. Das Bett hat kurz gewackelt und ein Rascheln war zu hören. Ich habe Papa geholt und er hat direkt mit der Taschenlampe nachgeschaut, ob da was ist. Er meinte nur, dass die Geräusche von draußen kommen müssen. Unter dem Bett sei nichts. Heute Nacht waren es schon wieder diese Geräusche in meinem Zimmer. Eine Packung Nüsse, die ich unter meinem Bett versteckt habe, waren aufgefressen. Papa hat gesagt, dass ich spinne und zu alt bin, um an Monster zu glauben. Mir war das alles nicht ganz geheuer. Bin dann ins Wohnzimmer und habe auf dem Sofa geschlafen. Zwei Tage war Ruhe. Heute Nacht ging es wieder los. Das Rascheln war schon gruselig. Nachdem ich noch ein Röcheln gehört habe, reichte es mir. Habe mir die Taschenlampe geschnappt und selber nachgeschaut. Papa muss Tomaten auf den Augen haben. Ein kleiner gehörnter Hund saß zwischen meinen Kuscheltieren. Durch sein dichtes Fell ist er uns nicht aufgefallen. Jetzt weiß ich auch, wo meine ganzen Süßigkeiten hin sind. Ich hätte meinen Eltern nicht sagen sollen. Die haben den Kleinen direkt vor die Tür gesetzt. Papa sagt, dass es zu gefährlich ist, ein Monster im Haus zu halten. Dabei ist er doch noch so jung. Der kleine Kerl stand in der Nacht vor meinem Fenster, hat an der Hauswand gekratzt, habe ihn dann schnell durch das Fenster reingehoben. Bei der Kälte kann ich ihn nicht draußen sitzen lassen. Ich muss jetzt nur darauf achten, dass ihn niemand entdeckt und mir wieder wegnimmt. Wollte schon immer ein Haustier haben. Sobald er groß und stark genug ist, werde ich ihn auch wieder freilassen. Süße Idee. Ich nehme an, es hat sie umgebracht. So. Bin sofort da. Moment. Valorant Match. Okay, viel Erfolg. Und ja. Immer mit der Ruhe. Genau, Miss Mickey Hartz. Immer mit der Ruhe. Zieh dir eine Line, setz dich rein. Mach's dir fein. Ganz classic. Oh. Schöne Bilder. Nein, schönes Bild. Freigeteilt. Solche Bilder gefallen eigentlich ganz gut, wenn die so geteilt werden nochmal. Ziemlich nice. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Und irgendwas mit den Sorgen sind dann fort. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal von welchem Ort oder Fleck. Mann. Ich gehe jetzt mal hier hinten weiter suchen. Weil hier so auf der Straße habe ich jetzt noch nicht nach irgendwelchen Waffelnbündeln. Jetzt fange ich schon an wie Lilith. Waffelnbündeln, genau. Waffenbündeln ist gut. Hm.
Müssen hier irgendwo sein. Sind die hier unten irgendwo mehr? Da unten? Ich wäre immer noch im Bereich, ne? Keine Waffeln für dich. Oder gibt es mehrere Standorte? Nee. Nee. Also ich glaube, mein Hauptproblem ist gerade einfach, dass es dunkel ist. Oh, warte. Mit dieser Brille kann ich lebende Dinge sehen. Mit dieser Brille kann ich Gegenstände besser sehen. Gegenstände, Gegenstände, da hinten liegen welche herum. Guckt mal einer an. Was ist es? Sport und Sport. Okay, hier müssen aber noch mehr sein. Gegenstände, Gegenstände. Tu, was immer Gegenstände tun. Komm schon. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit jagst du den Alltag und die Sorgen fort. Dip, 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 dip. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Ach so, weg Fleck, jetzt verstehe ich. Okay. Ich dachte fort Ort wär's, aber okay. Sag nicht, dass meine Brille nicht auf diese Waffenbündel reagiert. Seht ihr halt echt gar nicht hier. Draußen ist ein Auto mit Musik. Ich hoffe einfach mal, dass man das nicht hört. Ansonsten rede ich drüber. Schalalalalalalala. Das ist halt die Kacke, ne? Bei warmem Wetter, deswegen habe ich auch oft im Sommer nicht gestreamt. Weil draußen einfach so viele Idioten rumlaufen und ich gucke jetzt, ob der... Überall diese verdammten Kreaturen. Ohne Waffe ist man hier völlig aufgeschmissen. Ich bin froh, dass du uns gefunden hast. Ihr seid nicht zufällig die Handelskolonne, die ich für Vivien finden soll? Kalan sei Dank. Vivien schickt dich. Ich habe schon befürchtet, man würde uns als gestorben abschreiben. Wir können wirklich deine Hilfe gebrauchen. Erzählt mir erst einmal, was passiert ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Alles hat damit angefangen, dass wir eine neue, kürzere Route ausprobieren wollten. Uns war bewusst, dass sie gefährlicher ist, trotzdem haben wir es versucht. Als wir auf halber Strecke vom Vor zurück Richtung Burg unterwegs waren, wurden wir überfallen. Also haben wir die Beine kreisen lassen und sind den Berg hinaufgerannt. Unterwegs habe ich und eine meiner Wachen unsere Waffe verloren. Erzähl weiter. Wir konnten den Banditen entkommen und haben eine Hütte gesehen. Also dachten wir, wir verstecken uns erstmal dort drinnen. Als wir uns langsam hier hocharbeiteten, kamen diese verdammten Hornwölfe und griffen uns an. Wir also erneut die Beine in die Hand genommen und hier hochgelaufen. Unterwegs hat anscheinend auch meine andere Wache ihre Waffe verloren. Und so hast du uns jetzt gefunden. Ohne Waffen und mit Biestern im Nacken. Wie du siehst, könnten wir deine Hilfe wirklich gebrauchen. Dumm seid ihr eigentlich, dass ihr eure Waffen verliert? Kommt mit, ich bringe euch am besten direkt zur Burg. Soll ich euch helfen, eure Waffen zu suchen? Soll ich euch helfen, eure Waffen zu suchen? Das wäre gut, ja. Wir können uns auf keinen Fall ohne unsere Waffen wieder in der Burg blicken lassen. Da könnten wir uns auch gleich selbst den Hornwölfen zum Fraß vorwerfen. Wo habt ihr sie denn verloren? Zwei Waffenbündel haben wir irgendwo auf dem Weg hier hoch verloren. Such einfach mal am Wegesrand. Das letzte Waffenbündel müsste irgendwo hier oben liegen. Okay, das habe ich schon. Aber wir können es einfach nicht finden. Wenn du sie hast, bring sie bitte schnell her. Ich fühle mich nicht besonders sicher, ohne Waffen herumzulaufen. Das heißt, wir gehen den Weg runter. Das eine lag jetzt schon hier oben.
Und die anderen haben halt einfach noch nicht gesehen, weil die hier ein bisschen tiefer liegen müssten. Ah, guck doch schon. Ja, okay. Verlorenes Waffenbündel. Ja, schau einer an. Da liegt das nächste. Ich will den da unten wegkloppen, komm. Ja, was war das denn? Das war ein bisschen buggy. Oh. Eine Glutfliege. Kann die halt gar nicht treffen. Jetzt schon. Aha. Immer wenn ich diese Bauten sehe, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Eiskalt. Spinnen sind sowieso schon ekelhaft. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese riesen Krabbelfiecher in den Dingern wohnen, boah, da schüttelt's mich gleich. Eiskalt lässt du meine Seele frieren. Kaya ist Wahnsinn. Sie spielt mit meinen Gefühlen. Fühle, 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 fühle. So. Hey ho, was geht? Wieso raucht einfach jeder in diesem verkackten Spiel? Das ist so abartig. Ja, da mache ich erstmal vor Scham eine Rolle. Ich habe eure Waffenbündel gefunden. Voll widerlich. Großartig. Endlich. Dann können wir uns auch wieder auf den Weg machen und unsere Handelsroute wieder aufnehmen. Ich habe leider nichts, was ich dir als Dank geben könnte. Da. Ich bin im Auftrag von Vivian unterwegs. Sie wird mich bezahlen. Ach, stimmt. Das sagtest du ja bereits. Dann will ich dich mal nicht länger aufhalten. Ich bin nur froh, dass wir unsere Handelsroute endlich wieder aufnehmen können. Danke dir nochmal. Man sieht sich bestimmt wieder. Möge Kalan mit dir sein. Jetzt die Frage, wo war der Bandit? Wir sagten ja, ein Bandit treibt die hier rauf. Der muss ja dann irgendwo hier unten sein. Und den kann ich mal eben wegkloppen. Mit dem Klopper. Und wir gehen in so eine Kuppel rein. Da, wer bist du? Ja, du bist ein Verlorener. Nicht ganz die Person, die ich wollte. Nein, da ist noch einer. Ein Nachtschatten, Kaya! Tu was! Oh, warte, ich vergifte den. Giftikus! Wer bist du? Der reizende Händler kam zu uns. Geil! Nachtschatten geklatscht! So nämlich! In sein Gesicht, Junge. Mega. Und den Beißer kriegen wir auch. Und den... Hab vergessen, wie er hieß. Verlorener und ein beschädigtes Schwert. Und ihr geht jetzt ernsthaft den Weg hier zurück, wo der Bandit euch hochgetrieben hat. Ja, Verlorene. Wupp, wupp. Oh, Verlorener war... Ja, Kaya, schon gesehen, danke. Wo ist er? Ah, neben mir. Oh, ich hab gehofft, ich schau den um. Na, ich hab den auch umgehauen, aber nicht beim ersten Treffer. Geil, 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 geil. So. Noch ein Schwert. Ich will aber da oben. Wir haben ja ein bisschen die Düsen verbessert. Wir können theoretisch auch auf der Stelle schweben. So, was haben wir denn hier? Sport. Sport. Und ein Stofftier. Oh, und ein Gegner und ein Messer. Okay, wir müssen erstmal den Eingang finden dafür. Oh, Eingang gefunden. Bandit! Hey, Mann. Was geht, Kleider? Aua. Kaya.
glaube, Kaya hatte Probleme mit dem Boden. Ich weiß echt gar nicht, wo Kaya gerade hin ist. Aber die Gegner kommen da auch nicht durch. Also die haben auch irgendwelche Probleme hier mit dem Boden. Ich glaube, für die Gegner ist das hier als Wand. Ich will eigentlich den anderen, aber das mit dem Anvisieren ist halt noch nicht so perfekt. Oh, noch mehr Banditen. Alter, dass der auf mich geht, wie unfair. Du hast den anderen anvisiert gehabt, ganz eindeutig. So, du vergiftest. Viel Spaß am Gift, mein Freund. Okay, ich habe ihn einfach doch mitgekloppt. War halt ein bisschen Kollateralschaden. Bandit ausgemerzt, Kaya. Alter, geil. Wie viel gezähmte Schakale waren es? 3? Dies ist die letzte Warnung, die ich dir sende. Ich habe von deinen hinterhältigen Methoden die Nase voll. Alleine diesen Monat sind schon 3 Lieferungen an eine Gruppe Plünderer verloren gegangen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass man dich in der Nähe des großen Banditenlagers gesehen hat. Wenn ich herausfinde, dass du deine dreckigen Finger dort mit im Spiel hast, mache ich dich einen Kopf kürzer. Von Ruby, Ruby, Ruby. Oh, wo kommst du denn her? Ich habe ihn gerade gesehen, wollte weg, aber dann wieder, ihr kennt das Spiel ja. Bam, bam. Ich bin gerade ziemlich geil. Oh, wir sind auch schon über eine Stunde. Oh, und das ist wohl ein größeres Banditenlager. Dann würde ich sagen, ich stelle mich hier hin, heile mich mal kurz voll. Und in der nächsten Folge klopp ich den Leuten meinen Klopper um die Ohren. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Kommi da. Und ich sag jetzt, bis zur nächsten Folge. Adieu.